Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe seit Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht sich alles um das langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Dividenden sind das Stichwort. Freunden hoher Dividenden sind REITs wahrscheinlich schon bekannt. Falls nicht, sollte man umso mehr aufpassen. REITs stehen nämlich für hohe Dividenden. Wir werden uns jetzt auch dann mit dem Thema beschäftigen, warum REITs so attraktiv sind. Beispielsweise kann man nicht nur hohe Dividenden erwarten, sondern auch noch Dividendensteigerungen, vielleicht sogar noch Kursgewinne. Das werden wir uns alles anschauen und werden zudem aber auch noch Probleme ansprechen, auf die der REIT-willige Investor zwangsläufig stoßen wird. Dann zunächst mal kurz, um was geht es bei REITs eigentlich, beziehungsweise was sind REITs? REITs heißt Real Estate Investment Trusts und das sind Aktiengesellschaften, die ihre Gewinne aus dem Immobilienbesitz im Regelfall finanzieren. Das heißt, sie haben oder sie erzielen ihre Gewinne durch Vermietung und Verpachtung. Das sind dann sogenannte Equity REITs. Und dann noch wissenswert, dass es sich bei diesen Immobilien nicht zwangsläufig um Immobilien mit vier Wänden und einer Tür handeln muss. Es können beispielsweise auch Sendemasten sein oder Lagercontainer oder sonstiges. Natürlich werden es auch oft Gewerbeimmobilien sein oder ganze Freizeitparks vielleicht oder Krankenhäuser oder Shoppingzentren oder sonstiges. Das sind die Equity REITs und die meisten REITs sind Equity REITs. Sie betreiben und ihnen gehören also diese Immobilien, die sie dann vermieten, verpachten. Dann gibt es noch eine zweite Kategorie von REITs, das sind die sogenannten Mortgage REITs. Die erzielen ihre Gewinne nicht durch Vermietung und Verpachtung, sondern über Immobilienkredite, also Mortgages, Immobilienkredite. Und da bekommen sie dann Zinsen für die Kredite, die sie vergeben. Und da gibt es dann auch nochmal eine Unterkategorie von Mortgage REITs, die vergeben die Kredite nicht direkt, sondern die investieren in Wertpapiere, wo Immobilienkredite gebündelt werden, sogenannte Mortgage-Backed Securities. Und wenn man mich jetzt fragen würde, in welche ich investiere, dann würde ich Equity REITs vorziehen, weil spätestens seit der Finanzkrise haben diese, für mich jedenfalls, Mortgage-Backed Securities so ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagt. Und das hat sich gezeigt in der Vergangenheit, dass bei diesen gebündelten, verbrieften Wertpapieren doch letztlich viele Eigentümer dieser Wertpapiere den Überblick verloren haben, was da eigentlich drin ist in diesen Wertpapieren, dass sie also nicht beurteilen konnten, wie gut diese Kredite, die verbrieft worden sind, tatsächlich sind, also die Bonität. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass ein AAA nicht wirklich bedeutet, dass es auch wirklich ja, werthaltig ist. Insofern würde ich Equity REITs vorziehen. Ja, dann die Frage, was macht REITs eigentlich so attraktiv? Na klar, die Dividende, die hohe Dividende. Dann gucken wir uns das doch einfach mal an. Wir haben im Aktienfinder ungefähr 30 REITs, oder ich glaube sogar genau 30 REITs. Das kann man hier filtern nach REIT. Und dann haben wir hier die 30 REITs. Es gibt insgesamt etwas über 200 REITs, meines Wissens. Wir reden hier von US-amerikanischen REITs. Und hier sind im Aktienfinder diese 30. Das sollten die größten und populärsten REITs sein, wobei man sich natürlich immer streiten kann, ob das der eine oder andere noch fehlt oder noch rein kann. Das ist dann, haben wir noch ein Ranking. Das macht wenig Sinn. Das ist mein eigenes Ranking. Das berücksichtigt aber beispielsweise Dividende nicht, sondern geht allein auf Wachstum von Gewinnen, operativen Cashflow. Dividendenertrag könnte ein typisches Ranking dann sein, was Sinn macht bei einem REIT. Und dann ändert sich ja entsprechend auch das Ranking hier. Gucken wir uns jetzt mal die Dividendenrenditen an von den REITs. Und da haben wir ja die Dividendenrendite hier. Dann können wir mal absteigend sortieren. Und dann sehen wir hier, dass wir Renditen haben, die schon knapp zweistellig sind hier oben. Wir haben relativ viele Renditen hier im zwischen 5, 6, sogar 7%, relativ viele REITs hier mit diesen Dividenden. Und anfangen tun die REITs momentan so bei ungefähr 3,3% Dividendenrendite. Wir haben hier einen REIT, der weniger gibt, einen sogenannten Tower REIT.
Und das ist auch ein Tower REIT, der bezahlt noch keine Dividende, weil der hat erst umfirmiert als REIT. War vorher also kein REIT gewesen. Und das sind schon Dividendenrenditen, die sind wirklich ganz ordentlich. Und bei solchen Dividendenrenditen wie hier oben, da muss man sich bei Nicht-REITs eigentlich schon fragen, was mit dem Unternehmen nicht stimmt, dass auf dem Papier so eine hohe Dividendenrendite rauskommt. Das ist natürlich jetzt ein ganz entscheidendes Pro-Argument, warum REITs so attraktiv sind. Ein anderes Argument, was ins Feld oft geführt wird, das ist, dass REITs als Aktien sich oft abgekoppelt vom Rest des Aktienmarkts bewegen. Das heißt, man kann eine gewisse Diversifikation ins Portfolio sich holen bezüglich der Wertentwicklung, wenn man auch noch REITs ins Depot beimischt. Was wir hier sehen, das ist der US-Index-REIT hier, dieses blaue, das ist die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten. Und hier als Benchmark haben wir den S&P 500. Und was man hier sieht, das ist das S&P 500. Es waren keine guten letzten 12 Monate, knapp 7% verloren hat hier, während der US-REIT-Index ungefähr 1% zugelegt hat. Mir ist natürlich bewusst, dass der S&P 500 selbst wieder aus sehr vielen unterschiedlichen Aktien besteht und dass Fangaktien sich anders entwickeln, wie zum Beispiel Aktien von Einzelhändlern und so weiter. Und dass es ja nicht grundlos unterschiedliche Indizes gibt. Aber es wird eben oft gesagt, dass diese REITs an sich nochmal anders laufen als der, ja, in Anführungszeichen, Rest des Aktienmarkts. Das möchte ich nicht verschweigen. Dann gibt es noch andere Fragen, die interessant sind, nämlich kann man mit REITs auch oder kann man mit von REITs auch steigende Dividenden erwarten? Und ich würde sagen, das gucken wir uns auch mal gleich hier an. Wir haben ja hier die Kennzahlen bezüglich der Dividendensteigerung. Einmal die durchschnittliche jährliche Steigerung der Dividende auf die letzten 5 und einmal auf die letzten 10 Jahre bezogen. Sortieren wir auch hier mal aufsteigend, beziehungsweise Entschuldigung, absteigend. Und dann sehen wir hier Dividendenrenditen bzw. Dividendensteigerungen, die ja doch auf jeden Fall mal existieren. Wir sehen hier, dass ungefähr das Mittelmaß, also was bei 4% oder höher liegt, also 4% Dividendensteigerung hat man in der Historie bekommen, sollte man also erwarten können als Anleger. Wir sehen sogar, also wir sehen alle, dass fast alle positiv sind. Wir haben hier zweimal sozusagen eine gesunkene Dividende. Wir haben hier sogar Dividendensteigerungen im zweistelligen Bereich, wobei hier auffällig ist, dass die Dividenden noch nicht lange bezahlt werden, weil wir noch keine 10-Jahres-Statistiken haben bezüglich der Dividendensteigerung für diese REITs. Die haben also erst angefangen, Dividende auszuschütten und das erklärt wohl auch dann hier die relativ hohen Steigerungsraten auf die 5 Jahre bezogen. Andere Frage, die wir dann noch hätten, oder können wir ja noch die 10 Jahre hier anschauen. Und auch bei den 10 Jahren, da sehen wir hier, dass 4% Dividendensteigerung auf 10 Jahre sich durchaus realistisch sind. Es kann, wenn man ein gutes Händchen hatte bei der REIT-Auswahl, dann auch noch durchaus höher ausfallen und teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Ein REIT hat wohl Dividendenkürzungen erfahren und bei Gladstone Commercial, da sind es 0% interessanterweise. Das wäre bezüglich der Dividendensteigerung. Und wenn die Dividenden wachsen, dann kann man schon vermuten, dass auch die Kurse im Laufe der Zeit angezogen sind. Das schauen wir mal als nächstes. Und hier haben wir ja ein paar Kennzahlen bezüglich der Kursentwicklung. Und da würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal hier die 10 Jahre an als langfristige Investoren. Und dann sehen wir doch hier, und es ist doch sehr positiv, dass fast alle REITs Kursgewinne verzeichnet haben. Es gibt nur einen REIT, bei dem das nicht der Fall ist, bei Kimco Realty Corporation. Und mit allen anderen REITs konnte man auf 10-Jahresfrist oder Sicht Kursgewinne erzielen. 100% sind schon quasi unterdurchschnittlich gewesen. Also zwischen 150 und 200% würde ich jetzt mal schätzen, wäre so ungefähr das Mittel. Teilweise noch deutlich drüber. Wenn wir uns 15 Jahre anschauen, dann sieht man was ganz Interessantes. Und zwar liegen zwischen 10 Jahren und 15 Jahren liegt die Finanzkrise.
Und da haben natürlich, da sind die Immobilienpreise gefallen und REITs, die Immobilien besitzen, die haben darunter ja sicherlich gelitten. Ein Teil der Gewinne erwirtschaften REITs übrigens auch durch den Verkauf von Immobilien. Normalerweise sollte man ja erwarten, dass je länger man eine Aktie hält, umso höher der Kursgewinn ist. Wir sehen aber, dass bei 15 Jahren teilweise der Kursgewinn niedriger ausfällt. Also hier beispielsweise fällt er niedriger aus, hier fällt er niedriger aus, wo noch, hier fällt er beispielsweise niedriger aus, hier fällt er niedriger aus und so weiter. Das ist eben der Finanzkrise geschuldet. Nichtsdestotrotz sehen wir hier, dass Kursgewinne über eine längere Haltedauer auch über eine Krise hinweg, wie hier, zu beachtlichen Kursgewinnen führen. Also eine Verdopplung ist schon mal gut und gern drin gewesen beim REIT. Und das macht das Ganze eben nochmal attraktiver. Wer jetzt losgeht und REITs kaufen möchte, der wird in der Praxis aber Probleme haben. Und zwar möchte ich auch das zeigen. Wir sind hier bei Onvista und sind jetzt die Fundamentaldaten von Realty Income, einem monatlich ausschüttenden REIT. Und was wir hier sehen, ist dann der Gewinn pro Aktie und die Dividende pro Aktie. Und normalerweise schaut man ja immer, ob die Dividende gedeckt ist, entweder über den Free Cashflow, das steht hier aber nicht zur Verfügung, ich glaube, es ist der operative Cashflow, oder über den Gewinn pro Aktie auch. Und dann sieht man hier, dass der Gewinn pro Aktie die Dividende nicht deckt, also in keinem der Jahre. Und dass wir hier quasi eine Ausschüttungsquote hätten von Pi mal Daumen 200% über mehrere Jahre. Das würde dann dem Investor wahrscheinlich Angst machen, dem potenziellen. Genau das Gleiche sehen wir hier, das ist dann auch finanzen.net. Auch hier sehen wir, dass das Ergebnis je Aktie, also der wieder vom basierend auf dem bilanzierten Gewinn, viel niedriger ist, ebenfalls für Realty Income, als die ausgeschüttete Dividende. Und das Problem ist hier eben, dass der bilanzierte Gewinn keine Aussagekraft hat, der ist irreführend. Bei REITs muss man die Funds for Operations benutzen. Hintergrund ist oder hat vor allem mit Abschreibungen zu tun. In den bilanzierten Gewinn laufen die Abschreibungen mit rein, die drücken den Gewinn, während bei den Funds for Operations ist unter anderem nicht der Fall, weil normalerweise bilden Abschreibungen den Wertverzehr ab. Das heißt, wenn man eine Maschine hat und die hat eine Laufzeit von 10 Jahren, schreibt man auf 10 Jahre ab und am Ende ist die Maschine abgelutscht und muss erneuert werden. Und wir kennen das doch alle aus unserem täglichen Leben, dass Immobilien tendenziell eher teurer werden als billiger. Und das heißt, da stimmt es mit der Abschreibung nicht ganz und dann gibt es die Funds from Operations und die muss man hierfür nehmen. Und das Problem ist leider, weil die Abschreibungen sind auch nicht auszahlungswirksam übrigens. Und hier sind also die Abschreibungen drin und der Gewinn führt also deshalb in die Irre. Die Funds for Operations, die sind eben auf den normalen Finanzseiten nicht erhältlich. Und wie das jetzt aber in Wirklichkeit aussieht, gehen wir mal in den Aktienfinder zurück und da holen wir uns mal Realty Income, das wäre hier diese Aktie hier. Und dann sehen wir hier erstmal, wenn wir das alles ausblenden, und im Prinzip das, was wir auf den Finanzseiten gesehen haben. Wir sehen, dass der bilanzierte Gewinn die Dividenden überhaupt nicht deckt. Auf den Finanzseiten haben wir die letzten 5 oder 7 Jahre gesehen. Hier sehen wir ein bisschen mehr. Wir können noch einen Zoom abstellen, damit wir noch mehr sehen. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht einfach darum, dass die Dividenden ungedeckt erscheinen. Was wir aber wirklich machen müssen, das ist, wir blenden die Funds for Operations ein und da Überraschung, Überraschung, sieht man plötzlich, dass die Dividenden gedeckt sind. Das ist eine relativ hohe Ausschüttung, die wir hier haben, also eine relativ hohe Ausschüttungsquote, hat dann damit zu tun, dass damit ein REIT ist, gesetzlich in den USA, müssen 90% des aus Immobilien finanzierten Gewinns ausgeschüttet werden. Das heißt, die Ausschüttungsquote hier wie im Fall 90,1% ist eben relativ hoch, hier mal ein bisschen niedriger. Und auch was die Bewertung beispielsweise angeht hier, basiert dann übrigens auch auf dem Funds for Operations. Wenn man es jetzt dann darum geht, zu beurteilen, ob die Aktie historisch betrachtet gerade günstig oder teuer ist. Natürlich kann man sich dann auch hier teilweise noch oder zusätzlich an der aktuellen Dividendenrendite orientieren.
die momentan im historischen Vergleich jetzt bei Realty Income beispielsweise eher niedriger erscheint. So, dann, wenn Sie sich für REITs interessieren, wissen Sie ja, wo Sie zumindest mal 30 REITs finden. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und ein bisschen eine Vorstellung gegeben, um was es sich bei REITs handelt, ob sie interessant sind für Sie oder nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.